Herzlich willkommen, ihr Lieben, da draußen. Gute Nacht, guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, guten Abend. Je nachdem, wann ihr das Video guckt. Wir starten natürlich wieder mit der Du und dein Gegenüber. Wen betrifft es? Es kann jemand aus der Familie sein, es kann freundschaftlich sein, es kann die Liebe betreffen. Emotionale Liebe, egal, wen ihr jetzt gerade für euch hier gucken wollt oder ihr wollt vorwärts. Und muss ich noch was sagen? Natürlich, verliert den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen bestenfalls, damit ihr hier rauskommt. Und wir fragen, damit wir einen Leitfaden haben, münzt euch das ein bisschen um, wenn jetzt hier so Themen kommen wie Liebe in einer Beziehung, Partnerschaft und ihr guckt für einen Freund oder für eine Familie oder für Menschen, die euch gerade irgendwie das Leben schwerer machen, dann ist natürlich klar, ihr müsst da so ein bisschen mitdenken, weil ich kann ja nicht in 2000 Versionen sprechen. Nee, also 4 Sachen sind auch ein bisschen zu viel. Es ist lieb gemeint, scheint viel los zu sein. Starten wir mal. Was teilst du mit? Auch wieder 3. Na sag mal, was ist denn hier? I use my work as a way to move on from you. Also, du benutzt die Arbeit, um von jemandem wegzukommen. Es hat sehr viel mit Ablenkung zu tun. I'm not in the mood oder mood. In der Stimmung bist du jetzt gerade auch nicht. Oh. It was difficult to say goodbye to you. Aber du hast es immerhin geschafft. Du hast es geschafft zu sagen, mach's gut, ja? Tschüss, gute Reise. Vielleicht hast du gerade so eine Energie, wo es ein bisschen hindernd ist, dich mit Sachen abzulenken, um von jemandem wieder wegzukommen. Oftmals haben wir so eine Stöße, dass wenn uns etwas beschäftigt, dann kommt das irgendwie aus dem Nichts wieder her, ja? Energetisch bedingt oder wie auch immer. Ihr wurdet vielleicht durch irgendwas getriggert oder erinnert oder irgendwelche Geburtstage, Zeiten stehen an, wo ihr euch ein bisschen erinnert. Vielleicht gerade aktuell geschehene Sachen, die passiert sind, dann kommt von dem mal wieder eine Nachricht und da gibt es Streit oder wie auch immer. Man hat gehört. Ihr müsst immer probieren, wirklich in eurer Mitte zu bleiben und zu sagen oder zu fühlen, was denkst du über die Situation, ja? Also anscheinend hat es hier wirklich gewirkt, dass du dich hier gut ablenken konntest für ein paar Tage, aber jetzt ist irgendwie wahrscheinlich so der Zug wieder abgefahren, denn du bist hier gerade nicht in der Stimmung, um es immer oder täglich, noch hast du es nicht geschafft, um es täglich so ein bisschen wegzudrücken, aber es gefällt dir, ja, vielleicht gefällt es dir, dass es immer besser gelingt, ja? Das kann natürlich sein, weil du hast den schweren Prozess einfach hinter dir, ja? Es war schwer zu sagen, gute Reise, alles Gute, auf Wiedersehen. Aber man sagt sowas nicht umsonst, ja? Der Abschnitt, der Abschied, der Abschnitt ist da. Und den verarbeitest du jetzt möglicherweise, ja? Ganz klar. Wir gehen mal rein. Was sagen die Engelbotschaften hier? Meine süßen kleinen Scheißerchen zu eurem Prozess. Und dann gucken wir mal, was sagt dein Gegenüber? In welcher Stimmung ist man hier drin? Eventuell. Das scheint ja hier irgendwas aufzubrodeln, ja? Oder sich etwas aufzubrodeln. Anzubrodeln, anzusiedeln. Abwarten. Abwarten und Tee trinken. Wird wahrscheinlich wieder eine bessere Phase kommen, ja? Jetzt ist einfach irgendwas passiert oder irgendwas fühlt sich schwer an. Bleibe aber hier in dem Ruhemodus, verliere den Verstand nicht in dieser Energie, zum Beispiel. So, dein Gegenüber. I often recall memories of you. Vielleicht kriegst du das mit, ja? Hier fängt jemand an, sich wieder an Sachen zu erinnern oder an Sachen aufzurufen, abzurufen, die man mit dir hatte, weil man sich wahrscheinlich auch in gewisser Art und Weise mit dir sehr gut verstanden hat, dich geliebt hat, wie auch immer. Aber irgendwas ist hier zwischen euch gerade platziert, was ihr beide gleichzeitig durchmacht. Ich glaube ganz stark, dass das hier so ein bisschen dual tickt gerade, ja. Es ist eine Sache, die vielleicht jetzt gerade aktuell bei euch beiden hochkommt. Und deswegen werde ich für euch beide in diesem Prozess mal eine Astrokarte nehmen. Wir haben die Wassermann-Energie. Ihr visioniert beide.
Ihr seid beides Visionäre, ihr habt beide Visionen gehabt, ihr habt euch auch beide von den Visionen erzählt. Und dann ist wahrscheinlich der Punkt wieder, einer hat das Tempo vielleicht angezogen und der andere hatte das Tempo nicht mehr halten können. Eure Visionen waren zeitverschoben. Ihr habt vielleicht das Gefühl gehabt, beidseitig, wir schaffen das zusammen nicht. Oder der eine wollte durch weniger Geduld schneller in, oder an die Vision rankommen und hat gemerkt, da hinkt jemand hinterher. Und in diesem Prozess kann es dazu gekommen sein, dass hier sehr viele Probleme aufeinander getroffen haben. Weil wenn einer nicht mitzieht, lässt man sich vielleicht irgendwo ablenken oder konzentriert sich mit einer Energie auf andere Menschen oder wie auch immer, ja. Ihr wisst, ihr könnt das nur verstehen, wenn ihr gerade in diesem Prozess seid. Weil oftmals verstehe ich selber nicht, was ich sage, ja. Es ist wirklich so. Ihr wundert euch vielleicht, aber ich muss ja die Impulse hier irgendwie rauslassen und ich kann euch da gerade nicht. Oftmals denke ich dann so, hä, was ist das, ja? Aber ihr könnt es wahrscheinlich verstehen, was aus meinem Mund rauskommt. Die Vision. Wer habt ihr beide von der Vision losgelassen? Was war eure Vision? Und was das Schöne ist, würde ich jedem raten, bleibt an der Vision dran. Ja, lasst euch hier nicht abhalten. Auch wenn ihr diesen Prozess zusammen meistern wolltet, lasst euch hier nicht abhalten. Wir haben ja auch die Stimmung drin. Ihr habt ein ganz verschiedenes Denken gehabt, vielleicht auch zeitverzögernd. Ihr habt euch gemocht, geliebt, wie auch immer. Trotzdem waren eure Ansichten total verschieden. Und deswegen lag vielleicht auch die Tücke darin, etwas zu sehen, was interessant ist, aber man doch nicht verstehen kann, wollte, will, ja. Ihr habt beides ganz verschiedene Ansichten gehabt. Dir war es einfach zu wenig von dem, was du mental zurückbekommen hast. Page der Schwerter. Du hättest dir gerne gewünscht, dass man noch mehr gibt, noch mehr sagt, dass du nicht vielleicht immer fragen musst oder dass du auf der Seite sitzt, immer empfangsbereit zu sein, ja. Du wolltest immer irgendwas verstehen. Es ging hier um die Lebensfreude. Vielleicht hattest du sowieso gerade einen großen Prozess vor dir, um hier rauszukommen, um vorwärts zu gehen, um deine Energie wieder spüren zu können, ja. Dieses Lebensfrohe, dieses aktuell Lebensfrohe, glaube ich, setzt sich bei dir ganz stark durch. Du hast wieder Lust, Freude zu empfinden und dann kommt wahrscheinlich wieder so ein, ich kann mich nicht mal mit Arbeit ablenken, ja. Da kommt da wieder so ein Bub, so ein Loch, energetisch, wo oder weil dein Gegenüber hier an eurer Energie schraubt, dreht, sich erinnert. Wir haben hier, nee, hier waren zu viele Leute am Werk, ja. Dein Gegenüber wurde hier zu viel bearbeitet. Mit was auch immer. Dreierkonstellationen, andere Außeneinflüsse. Das hat dir sogar die Schwere gebracht, ja. Hier waren vielleicht auch Prozesse, wo dein Gegenüber sehr beredet wurde. Ich sag's bewusst, beredet wurde, weil du bist hier irgendwo nicht mehr rangekommen an diese Gespräche, ja. Du hast dich vielleicht auch eine Zeit lang gewundert, so, hä, warum willst du das auf einmal nicht mehr, was wir beide doch vorhatten? Wir hatten doch ein gleiches Ziel, wir hatten doch irgendwo eine gleiche Leitung, aber ihr habt euch hier in einer Situation verfahren und das Ziel war es wirklich, dort anzukommen. Also deine ganze Brut. Ich weiß nicht, wo die Wörter herkommen. Brut? Es war deins, ja? Du bist ein Mensch, der gibt erst auf, wenn hier wirklich erledigt wurde. Auch wenn es dich in dem Moment nicht in der Gesamtheit zufriedenstellt, aber du gibst erst auf, wenn du alles probiert hast für dich selbst. Du möchtest ankommen, ja? Und das war das Problem. Bei diesem Ankommen in eurer Situation wurde wahrscheinlich dein Gegenüber hier von einigen Menschen verdreht, falsch beraten, weggezogen, energetisch kurz mal in diesem Tempo, was ihr zusammen als Vision hattet, weggezogen, ja? Und da standest du dann alleine da. Du wusstest nicht mehr, wo geht's jetzt lang? Was hat dein Gegenüber hier vor? Und da ist, glaube ich, die Problematik entstanden. Ich gehe mal jetzt bei deinem Gegenüber rein. Die Karte hier will gar nicht mehr rein. Neun der Schwerter. Sehr viele Prozesse, die aufgearbeitet werden, vor allen Dingen mental müde, ja. Hier ist dein Gegenüber mental müde, vielleicht auch ein bisschen Gedanken verschoben, sodass du dich wunderst oder oft gewundert hast, wo kommt dieses Denken her, ja? Was zum Teufel ist mit diesen Menschen passiert? Konntest du dir nicht erklären, weil du ja hier nicht drin steckst. Aber es liegt auch genau unter Page der Schwerter. Und das ist wieder so dieses Ding, die Kommunikation,
da seid ihr beide nicht mehr rangekommen. Ja, die gab es nicht. Also die Kommunikation wäre jetzt hier nicht mehr die Lösung gewesen in eurem Fall. Wir haben hier eine Stabilität. Es könnte sein, dass sich jemand danach gerichtet hat, wo ist man besser aufgehoben, ja? Könnte vielleicht ein bisschen negativ klingen. Wo ist man besser aufgehoben? Wo hat man mehr Sicherheit? Wo sind die Leute, die einen mehr bejubeln oder beschützen oder wie auch immer? Hier liegt jemand, der braucht diesen Schutz oder brauchte auch diesen Applaus und diese Anerkennung von anderen Menschen. Einer war zu wenig, der du dann vielleicht warst, ja? Hier hätte man, dein Gegenüber hätte sich von gewissen Menschen hier zurückziehen müssen, ja. Oh, hier hat man auch ein Mutterproblem. Ich sag's mal ganz knallhart, weil das ja immer in meinen Legungen dafür steht. Man sucht oder kennt auch die Sicherheit überhaupt nicht in seinem Leben, hat sie bei dir wahrscheinlich gefunden. Alles, was du wolltest, war auch Sicherheit geben, ja. Du bist eine Person, der kann man vertrauen, aber du wurdest wahrscheinlich eines Besseren belehrt oder warst enttäuscht, wenn man dich eben nicht so als in Anführungsstrichen treue Person, treue Partnerin, treuen Mensch gesehen hat, ja. Diese Ergänzung, die du hier mit reingebracht hast, die hat man abgestoßen. Und du wunderst dich vielleicht, ja. Du weißt, was du geben kannst, dein Gegenüber besitzt ja aber ein Problem des Auffangens, kann selbst nicht auffangen und kennt das Gefühl mit dem Auffangen vielleicht auch nicht von der emotionalen Seite her und fühlt sich da so ein bisschen überrannt, übermannt, überstimmt, kann sein, muss aber nicht, aber auf jeden Fall vermisst man hier gerade deine Energie derzeit, deswegen auch, ich rufe gerade die ganzen Erinnerungen ab. Du hast mich ja doch hier irgendwie immer wieder auffangen können, ja, auch wenn es schwierig wurde. Man gibt das vielleicht nicht zu, vielleicht auch nicht gerne zu, aber man erkennt, so ganz ohne dich ist es auch, da fehlt was, ja, auch wenn ihr vielleicht sehr oft gestritten habt. Da fehlt was, dieses Belehrende, so blöd wie es klingt, fehlt deinem Gegenüber trotzdem, ja, obwohl du es nur gut meinst, denn ihr hattet beide, ihr habt hier beide eine Vision gehabt, die wirklich sehr gleich war, ja, ihr habt beide an eine Vision hier gearbeitet. Und bei deinem Gegenüber liegen hier Gefühle oder Emotionen in Sachen Liebe, ja? Die Liebenden, die Zwillingsenergie haben wir hier hinter der Herrscherin. Vielleicht ist man hier gerade auch in diesem Prozess, ich rufe gerade meine ganzen Erinnerungen ab, denn das ist eigentlich Liebe, ja? Jemand, der zu mir hält. Ich vermisse zumindest das Gefühl. Kann man das Liebe nennen? Ist das Liebe? Liebe auf eine andere Art und Weise? Habe ich diesem Menschen Unrecht getan? Dein Gegenüber versteht, du wolltest doch für mich nur da sein, ja? Vielleicht warst du zu viel da. Nicht falsch verstehen. Aber vielleicht warst du zu viel da. Und in diesem Zeitpunkt, wo eben drei der Kelch-Energie mit den anderen Menschen reinkam, hat eure Vision gestört, ja? Euren Prozess gestört. Ihr hättet weitermachen können, aber hier wurde was gestört und das ist auch nicht von heute auf morgen passiert. Das war einschleichend. Ist aber auch gleichzeitig deine Prüfung, ja? Also wenn sich jemand wegziehen lässt, dann oder du darunter leiden musst, dann ist das auch immer, es sollte so sein, was bringt es euch, ja? Was musst du daraus erkennen und lernen? Wir gehen mal jetzt rein bei deinem Gegenüber. Was hat man hier im Kopf? Ja, du warst eine sehr energiegeladene Person, sehr energiebetrieben, ja? Du warst der Mensch, der, glaube ich, die Vision noch stärker hier manifestiert hat oder versucht hat zu manifestieren. Ihr wisst, ich hasse dieses Wort, aber ich sage es jetzt mal so sehr plump. Man hat sich auf dich eingestellt, auf deine Vision und empfand die als in deiner Welt als sehr annehmbar, ja, sehr schön. Man war begeistert, könnte man so sagen. Man erinnert sich hier an die Gedanken, dass du mit deinen Ideen und auch mit deiner Bewusstseinserweiterung vielleicht auch dafür gesorgt hast, dass dein Gegenüber sich hier mit dir sehr wohlgefühlt haben muss. König der Kelche und König der Stäbe. Man vermisst sozusagen jetzt gerade oder erinnert sich an diese Lebenslust, ja? Die Lebenslust. Ihr habt hier irgendwo genau gleich getickt und hat das an dir geschätzt, bewundert. Wir haben hier den Ritter der Stäbe. Hier braucht man wieder das, was einem fehlt, ja? Und meine Lieblingskarte, die Mäßigkeit, Schütze, Energie, hat hier wahrscheinlich maßlos übertrieben im Handeln. Und das maßlose Übertreiben könnte wirklich hormonell gestört gewesen sein oder irgendwie von negativen Energien hier gebrochen, dass man wirklich nur noch sich zurückgezogen hat, statt zu machen.
Du warst bei diesen Menschen eher diese Art gewohnt, ja? Frontal durch, sehr offensiv. Und auf einmal ist man hier vielleicht in der Mäßigkeit, die man verloren hat, sehr defensiv geworden. Und daraus resultierte die Entscheidung. Du hast gemerkt, dass dein Gegenüber andere Wege baut, andere Wege geht mit 3 der Münzen und 2 der Stäbe. Du hast diese Entscheidung schon gefühlt, obwohl man sie noch nicht ausgesprochen hat, weil du hattest den Pagen der Schwerter oben, ja? Du hast schon gemerkt, irgendwas passiert hier, aber vielleicht hat dich dein Gegenüber hier noch im Glauben gelassen, nein, wir leben für die gleiche Vision. Aber du hast hier schon gemerkt, und das weiß auch dein Gegenüber gerade, man hat sich hier verloren, aber auf Platz 1 ist das Wichtigste, mit was du füttern konntest und halten konntest, deine Ideen, deine Weltansicht, deine Weltanschauung, deine Offenheit, dieses Attraktive, je nachdem, wie ihr zueinander standet, aber auch das Emotionale in dir, ja, das vermisst man hier gerade wirklich brutal, könnte man fast sagen. Wir gehen mal ins Herz rein, ihr Lieben. Ach, da kommt die Sonne raus, wie schön. Im Herzen, wir haben Page der Münzen. Ich leg mal weiter, hätte ich mal mehr gemacht. Also dein Gegenüber hätte mal mehr machen sollen, mehr handeln sollen, statt quatschen sollen. Das fühlt man. Man hat sich hier irgendwo übernommen. Man hat sich hier vielleicht auch fehlleiten lassen. Hört sich jetzt auch ein bisschen krank an, fehlleiten lassen. Aber hier ist man, hier hat man andere Sachen angenommen von der Außenwelt, ja, oder von anderen Menschen, die in dem Moment nicht so wirklich gut waren. Man hätte mehr handeln müssen. Man hat sich hier zurückgezogen. Man empfand irgendwie Neugier bei anderen Menschen und hat deswegen auch die Sprache so ein bisschen kopiert oder die Ideen, ja, die Umsetzung. Man hat sich hier irgendwo belabern lassen mit Ritter der Schwerter. Man hat hier fast so eine Sprache von Kollegen oder Mitmenschen angenommen und ist damit hausieren gegangen. Hat sich hier eigentlich völlig verlaufen, könnte man sagen, ja. Man hat sich hier verlaufen und du hast gedacht, wen hast denn du vor dir? Seit wann redest du so? Seit wann fühlst du so? Seit wann denkst du so? Wir hatten doch aber beide das und wir haben doch gleich angefangen. Warum trennen sich jetzt unsere Wege, ja? Irgendwie so. Das fühlt dein Gegenüber, wenn man es so sagen könnte. Es liegen ja hier nur Menschen, die natürlich verschiedene Prozesse durchmachen. Ist ja ganz klar, so wie du, wie ich, wie jedermann. Wir haben hier und da war die Trennung, ja? Dein Gegenüber hat hier schon verstanden, wodurch die Trennung hier passierte, falls dir es nicht bewusst ist. Man ist in die Veränderung gegangen, ja? Man hat hier etwas abgeschlossen. Wir haben hier die Skorpion-Energie und es tut einem im Herzen ja auch weh, ja? Das ist ja so dieser Selbstschmerz und man hat hier etwas Neues gestartet. Man hat hier aufgehört, für dich und mit dir zu handeln und war irgendwie ein bisschen engstirniger. Deswegen hast du nämlich auch mit Page der Schwerter nicht mehr die Wörter oder den Geist verstehen können. Ja? Bei dir hat es abgenommen von deinem Gegenüber. Und da, wo es zur Trennung kam, hat man hier losgelegt mit Sachen, die man eigentlich nie gehen wollte. Ja? Oder hat sich auch für sich selbst die Welt schön geredet, Prozesse schön geredet, hat aber dadurch weniger bei dir gemacht. Ja? Und dazu kam es dann hier zum Bruch, dass erklärt sich so wirklich von deinem Gegenüber hier fast selbst in der Herzlinie, diese Erinnerung. Man gesteht, ich habe mich blockiert. Ja, mit diesem Handeln habe ich mich blockiert. Ich habe auch dicht gemacht. Ich bin blockiert. Hier liegen noch Prozesse, die deinem Gegenüber wahrscheinlich noch nie aufgearbeitet hat. War vielleicht oder wäre mit dir in der Aufarbeitung drin gewesen. Aber sobald du dann wahrscheinlich mit dieser Herrscherin-Energie um die Ecke gekommen bist, ich fange dich auf, ich mache alles für dich, hat man sich hier wahrscheinlich wehrlos und schwach gefühlt, wie man das aus der Kindheit kennt, ja, und hat sich dann gedacht, nee, ich drehe mich wieder um, ja, das ist mir ein bisschen too much, was du mir hier gerade offenbarst, weil es wahrscheinlich stimmte, ja. Aber man hat sich keinen Gefallen getan, ja, man gibt das wirklich zu, das ist ein bisschen too much, was du mir hier offenbart hast als Königin der Schwerter. Das hat deinem Gegenüber wehgetan, das konnte man in der Energie auch nicht mehr aushalten. Hier könnten auch wirklich diese Fights, diese mentalen Kämpfe hier stattgefunden haben, die deinem Gegenüber einfach nur wehgetan haben. Natürlich hat man es dann wahrscheinlich nicht so auf der Art und Weise oder auf diese Art und Weise erklärt, sondern ist einfach dann zu diesen Menschen gerannt, wo man andere Meinungen angenommen hat, die waren wahrscheinlich nicht so gut für dein Gegenüber. Vielleicht sieht man das jetzt auch ein, ja. Wir haben hier die Transformation oder der Zusammenbruch generell, das hat irgendwas bei deinem Gegenüber ausgelöst. Du hast hier für
Situationen oder Denkanstöße gesorgt, wo es deinem Gegenüber wirklich nicht angenehm war, sowas zu hören von dir, ja? Du warst hier bei Weitem mental wahrscheinlich, wie gesagt, in der Vision schneller, die zu erreichen. Das war zu viel Druck, warum auch immer, muss man deinem Gegenüber hier lassen. Das Tempo, was du angezogen hast, war deinem Gegenüber hier zu schnell. Oder auch, man hatte das Gefühl, man kommt nicht hinterher und fühlte sich auch wieder schwach. Das kann wieder so ein Ding aus der Kindheit sein, ja? Du meintest hier wahrscheinlich nichts Böse oder irgendwie das Gleiche oder wolltest irgendwie übertrumpfen, aber ihr wurdet hier irgendwie zu Konkurrenten, ja? So ganz komisch, obwohl man das nicht möchte. Aber dein Gegenüber hat das irgendwie falsch aufgenommen, weiß aber, es war ein schönes Gefühl. Das bräuchte ich jetzt ja logischerweise gerade wieder mit König der Kelche und König der Stäbe. Aber wenn man dir es sagen könnte, hat man sich hier wirklich tot gefühlt, als tote Seele. Du musst hier alle wunden Punkte getroffen haben, die dein Gegenüber hier nicht mehr übertünchen oder ablenken konnte, ja? Das würde dir dein Mensch hier mitteilen. Mittlerweile verstehe ich, mittlerweile sehe ich ein, du hast mich einfach nur sehr hart getroffen. Das war zu diesem Zeitpunkt nicht gut, weil ich war hier eh auf dem besten Wege, die ganzen Blockaden immer mehr zu sammeln, ja? Und dann gab es eben hier eine Anschlussgruppe mit drei der Kelche oder Menschen oder ein Mensch, der diesen Menschen dort rausgeholt hat von dir. Wir gucken mal, was sagt man hier von der Tendenz bei deinem Gegenüber, die Weiterentwicklung. Na, ich musste herrschen, ja. Dein Gegenüber hat sich wirklich schwach gefühlt. Und auch wenn du jetzt sagst, du hast so ein Spinner, so eine Spinnerin, hier war so diese Konkurrenz drin, ja. Du bist wieder als Herrscherin rausgefallen, ob Mann oder Frau, spielt gar keine Rolle. Und hier sieht man sich als, ich bin es aber, ich will auch, ja. Ich will auch so stark sein. Und ihr habt euch in der Vision, glaube ich, als sehr starke Menschen getroffen. Wir haben auch gerade aktuell die Widderzeit. Ist für mich immer so ein schönes Zeichen, dass es auch wirklich aktuell passend ist oder auch nicht mehr lange dauert, bis man hier so eine Energie einfach aufnimmt, ja? Je nachdem, wie die Planeten bei einem einbrechen in der Birne von der Energie her, keine Ahnung. Wir suchen hier nicht immer so die Logik, sondern es wird hier deinem Gegenüber sehr viel abverlangt, nochmal drüber nachzudenken, denn wir haben die Hohe Priesterin hier drin, ja? Sehr Spirit veranlagt, sehr hochgehend, sehr mit tieffühlend, alles für sich selbst, aber auch für dich. Und irgendwo in der Mitte liegt einfach auch das ungeheilte innere Kind oder die noch nicht geheilten Themen. Je nachdem, kann auch durch Beziehungen passiert sein oder durch Enttäuschungen eine ganze lange Phase, mit denen man nicht klarkommt. Man weiß, woher das kommt. Warum will man immer stärker sein als du? Oder generell, warum will man sich immer messen mit Menschen? Ja, das scheint hier so ein Ego-Problem zu sein. Man hat ja aber sehr viel Durchhaltevermögen und ist sehr ehrgeizig gebaut. Gebaut vor allen Dingen. Ja, man fühlt, es ist eine wahre Liebe zu dir vorhanden gewesen, ja. Irgendwie eine Verbindung gab es zu dir, definitiv. Irgendwie gibt man das vielleicht nicht zu, versteckt das vielleicht auch so ein bisschen unter dem Deckmantel. Ich will aber auch meine Stärke oder meine Anerkennung, ja. Und die war vielleicht durch die Zeitverschiebung oder da, wo ihr zusammen wart, war das nicht passend, ja. Da warst du nun mal von der Kraft her, auch wenn du dich schwächer gefühlt hast, stärker als dein Gegenüber. Und jetzt findet man, glaube ich, wieder zurück und merkt, du wolltest mir ja gar nichts Böses, ja? Das ist ja schön. Ich meine wirklich, das ist ja schön. Aber man merkt, man hat auf jeden Fall zu dir, huch, noch eine Karte, zu dir nicht abgeschlossen, ja? Du liegst hier wirklich mit sehr viel Erinnerung einfach drin. Von der Gefühlsebene, ja, das ist nicht nur so abgetan, sondern du hast deinem Gegenüber wirklich sehr viel mitgegeben mit einem Mehrwert, was man heute noch für sich behält, ja. Und wir haben auch hier die Wut auf sich selber, auf die ganze Situation vielleicht, verdammt, warum war es die falsche Zeit, warum haben wir beide hier Prüfungen bekommen, ja. Mittlerweile sortiert sich dein Gegenüber im Gehängten, aber mit dem Mond, mit der Fische-Energie, die sehr schmerzhaft hier reinkommen könnte. Ich will nicht sagen, dass du hier so ein Trauerklops, aber es könnte sein, dass man hier in so einer Trauerklops-Energie hängt, ja? Dass man sich selbst ganz stark bemitleidet gerade und vielleicht auch bereut, warum sind wir als beste angefangene Kombi zerbrochen? Wir hätten uns so viel geben können.
Hier ist man sauer auf sich, ja? Hier ist man sauer auf diese Zeit, weil man schreit auch, seht ihr, das spiegelverkehrt so, ja, man schreit sich auch selbst sein Ego an, ja? Warum hatte ich die Stärke nicht sinnvoll in unserer Zeit eingesetzt oder für unsere Zeit? Wir hatten doch beide die gleiche Vision. Ich bleib dabei. Auf was ist man hier wütend? Oh, Cassie kommt. Tada. Page der Kelche, das weiß ich ja mittlerweile schon so. Der Eremit. Man ist sauer, dass man sich zurückgezogen hat, ja. Man ist sauer auf sich selbst, dass man sich auf andere eingelassen hat, ja. Dass man die neuen Energien, dass man neue Energien entdeckt hat, die emotional in dem Moment jemand vielleicht hier so ein bisschen an die Nase rumgeführt haben. Page der Kelche ist ja wirklich so, könnte sein, ich habe einen Fehler begangen, ja. Ich habe mich von anderen, ich war neugierig, ich habe mich von anderen Sachen hinziehen lassen und mich dadurch zurückgezogen von dir. Mit der Jungfrau-Energie. Da flucht man drauf, da ist man sauer. Wir haben hier, meinem Selbstwert hat es nicht gut getan, 9 der Münzen. Man hat hier irgendwo oder leidet, man leidet hier gerade unter einer Gruppe, unter einer Horde, unter einer Beziehung, wie auch immer, unter einer Familie. Meinem eigenen Selbstwert hat es nicht gut getan, denn ich durfte dort nicht bestimmen. Ja? Auch da wurde man wahrscheinlich wieder gelenkt und klein gehalten. Was er deinem Gegenüber hier überhaupt nicht zusteht, ja, will man ja gar nicht. Deswegen, glaube ich, denkt man auch wieder sehr stark an dich, dann lieber zurück zu dir, ja, aber wie? Man sieht hier ein, man hat einen Fehler gemacht. Also das, dann lieber zurück zu dir, nimmt das bitte nicht so, dass jemand vor der Tür steht, ja, sondern das sind Gedanken, dass man sich wirklich bewusst wird, mein Gott, ja, bei dir hatte ich einen Mehrwert, den trage ich immer noch. Ja, ich habe hier ungerecht gehandelt, wir haben die Waage-Energie. Ich bin mit der Gerechtigkeit hier nicht ordentlich umgegangen, ja. Hätte ich gewusst, dass mich dort vielleicht Schlimmeres erwartet oder ich auch dort nicht glücklich wäre, aber man konnte sich bei Page der Kelche nicht gegen wehren, ja. Man war neugierig, man hat sich hier irgendwo hinziehen oder hintreiben lassen oder hat sich auch einreden, besprechen lassen von anderen Menschen und hatte hier eben nicht sein wahres Gesicht unter Kontrolle. Man hätte die Stärke, du hast die Stärke dieses Menschen geliebt, genau dafür, ja. Deswegen warst du ja auch die Herrscherin so anerkannt oder als männliche Person mit weiblichen Energien. Aber hier merkt jemand, da habe ich nicht widerstehen können. Ja, das war eine schwache Leistung von mir, unter der ich heute noch leide. 8 der Münzen. Hier versucht sich jemand neu aufzubauen mit 3 der Stäbe. Ich lasse hier etwas auf mich zukommen. Hier liegt jemand, der wird Neues aufbauen. Und komischerweise hattet ihr oben, dass ihr euch gut mit Arbeit ablenken konntet oder mit irgendwelchen Prozessen. Jetzt kommt bei deinem Gegenüber 8 der Münzen rein. Man muss arbeiten. Das heißt, das gilt nicht nur für die Ablenkung, sondern dein Gegenüber muss hier arbeiten, weil man sonst nicht weiß, was passiert. Bei 3 der Stäbe ist das immer so ein, es kommt auf mich zu, ich weiß nicht was, ich weiß nicht wie, aber es muss gemacht werden, ja? Hier muss man für etwas arbeiten, um irgendwie ins Labyrinth reinzulaufen und sich endlich mal zu trauen, sich den Sachen zu stellen. Es könnte für viele immer was anderes heißen, ja? Hat man hier einen Begleiter an seiner Seite, würde man sich dich an seiner Seite wünschen, wie auch immer, ja? Aber diesen Mehrwert, glaube ich, das verkörpert eher deinen Mehrwert. Du bist an der Seite, klingt jetzt auch wieder schön wie ein Märchen, aber du scheinst deinem Gegenüber wirklich Werte vermittelt zu haben, weil die Vision bei dir nicht ausstirbt, ja? Du hast deinem Menschen ja gezeigt und hinterlassen, dass hier etwas vorwärts gehen kann, wenn man daran glaubt und es auch macht. Wir haben hier 5 der Münzen. Gerechtigkeit hatte ich ja schon, ja. Ich dachte, hier wäre eine andere Karte. Ja, ich muss weitermachen, ja? Ich weiß nicht, wie. Deswegen auch 3 der Stäbe. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. So eine richtige Linie habe ich nicht. Aber ich muss hier etwas machen. Hier hat man irgendwo nicht mehr weiterarbeiten können, hatte eine Pause, hatte vielleicht auch eine Kur, hatte vielleicht auch Reisen, hat sich nicht mehr so konzentriert auf das. Hier wird eine andere, hier wird man etwas anderes anfangen, ja? Hier kommst du irgendwie wieder ins Spiel durch die Vision, als ob man verspätete Visionen hier wieder
reinnimmt und merkt, ich habe es mir mit dir versaut. 2 der Schwerter, 3 der Schwerter, danke. Ich habe es mir mit dir versaut, ja? Das ist der Endsatz für dein Gegenüber. Das war's nicht, ja? Dafür bin ich nicht gegangen, um zu leiden. Und hier könnte auch wieder so ein dummer Gesichtsausdruck hinterstecken, wo man es nicht wahrhaben will. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, ja? So. Ich weiß, ihr beümmelt euch darüber immer. Aber das ist wirklich so, ich sage nicht, dass es mir wehtut, 2 der Schwerter, weil was ist das schon wieder? Das konnte ich bei dir nicht ab und trotzdem fehlt mir das. Und ihr wisst, glaube ich, genau diese Energie auch, die dein Gegenüber hier fühlt, weil ihr hattet bestimmt auch diesen Prozess, Sachen, die du überhaupt nicht abkonntest, aber auch Sachen, die dich extrem weitergebracht haben. Ja? Ihr wart hier ein Herrscher- und ein Herrscherinnenpaar mit Vision. Das hat sich irgendwann getrennt. Und dein Gegenüber eben hier so, scheiße. Ja? Jetzt blick ich hier gar nicht mehr durch. Wir sind vielleicht so verschieden gewesen, hatten aber die gleiche Vision. Irgendwie macht das für mich hier gerade keinen Sinn. Dein Gegenüber versucht hier zu verstehen, was ist denn hier passiert? Wie konnte ich denn denken, dass mein Kontra vielleicht durchs Pro, durch andere Leute ersetzt wird? Jetzt liege ich hier mit meinem Herzschmerz, ja, und habe Sehnsucht. Und jetzt rufe ich gerade die Erinnerung zu uns wieder auf. Kann man sich nicht so erklären. Ist aber so, ja? Kann man sich nicht erklären, ist aber so. Würde man auch nicht abstreiten, kann man gar nicht. Es ist hier klar, man vermisst dein Sein, ja? Man vermisst deine Nähe, man vermisst die Klarheit. Das weiß man. Du warst ein Mensch für klare... Mit der Sonne für klare Sachen, ja? Du hast hier nicht um den heißen Brei rumgesprochen. Man vermisst deine Klarheit. Eventuell wird einem auch vieles klar, was du mal wieder dann mitgegeben hast. Vielleicht hast du auch angefangen zu ignorieren. Es wird einem hier sehr viel klar, wie viel Wert du trotzdem bei deinem Gegenüber hast, weil 3 der Schwerter ist nun mal 3 der Schwerter. Das soll nicht schön klingen, sondern liegt hier einfach, ja? Die Bedeutung ist Sehnsucht, Liebeskummer. Die Offenbarung zu dir fehlt einem, ja? Die Offenbarung hat man damals immer verflucht oder hat auch wehgetan, aber man weiß, dieses Klare als Königin der Schwerter von dir, auch diese Charakterzüge, hätte man gebraucht. Das war das Richtige. 5 der Schwerter, ja, man hat sich aber gegengestellt, ja? Man hat sich ja gegengestellt durch dieses Kommunikative. Man hat ja irgendwann gesagt, hör auf damit, ja? Du hast Unrecht, du liegst falsch, es ist so und so. Man merkt, dass die Kommunikation bei deinem Gegenüber hier völlig verschoben oder auch manipuliert wurde von anderen. Die hatten wir auch. Ja, was soll ich sagen, ihr Süßen? Da kratzt mir erstmal die Birne. Es ist so, wie es ist. Eure Vision, vielleicht hast du die Vision immer noch für dich da. Und du wirst sie auch alleine meistern ohne dein Gegenüber. Inneres Kind-Thema, Heilung, ja. Na gut, dass es kommt. Manchmal kommt es mir nämlich auch so vor, ja, jetzt hat sie wieder eine Ausrede. Es ist hier die Ursache, wahrscheinlich bei dir genauso wie bei deinem Gegenüber. Man versteht dieses Mutterdasein, dieses Bevormunden, ja, oder dieses Vaterdasein bei dir. Oder switcht es euch um. Es kann ja auch sein, dass ihr euch als Zweiten seht und der Erste ist dein Gegenüber. Kann natürlich auch sein. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Aber es ist hier ein inneres Kind-Thema in der Heilung Schuld. Wo bekomme ich mehr Aufmerksamkeit? Schaffe ich das überhaupt? Ist das Helfen wie Ermahnen? Ist das Helfen eine Schwäche? Muss ich mir helfen lassen und bin dann schwach? All sowas, was hier gerade zwischen euch aufgearbeitet oder bearbeitet wurde, ja, was hochgekommen ist. Das kann schon sein, sehr stark sogar. Ihr Lieben, was sagt man zum Abschluss? Es war wirklich der Grund, ja. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann hier im Haus, auch wenn ich eine Frau bin, ja. Ich will ein Kerl bleiben, um Gottes Willen. Hier ist aber jemand, der wirklich verstanden hat, mit seiner anteilig zu viel männlichen Energie hat man wahrscheinlich hier sehr viel kaputt gehauen, ja. Mir klingen doch die Orte, ja, vielleicht gibt es besondere Orte, auch die Worte im Ohr, wenn ich mich selber hier so veräppel.
Ich will doch nur Anerkennung, ja, ich will doch auch stark sein. Aber Stärke hat ja nichts mit Mann zu tun. Natürlich hat ein Mann eine andere Stärke in seinen männlichen Energien, aber wir sind ja alle gemischt, ja. Jeder von uns hat ja weibliche und männliche. Hier ist irgendwas, hier ist was da, aber dein Gegenüber hat wahrscheinlich verwechselt. Auch ein Mann kann und darf schwach sein, ja, und braucht eben auch mal Hilfe. Ist ja nicht schlimm, wenn man Hilfe bekommt, ja. Ansonsten braucht man ja keine Beziehung führen. Also da könnte ich ja kotzen im Strahl, wenn ich so Sachen höre wie, man führt eine Beziehung und ein Indianer darf nicht weinen. Ich glaube, ich habe schon so oft den Spruch gesagt, ja. Also wenn mein Sohn vor mir stehen würde und sagen würde, er darf nicht weinen, weil macht man nicht, ich bin der Mann. Das glaube ich, würde er einmal erzählen. Macht er auch nicht, ja. Aber es ist wichtig, dass man nicht denkt, man ist schwach, weil man traurig ist, ja. Und wozu führt man eine Beziehung, um sich gegenseitig aufzufangen? Ansonsten muss natürlich auch jeder alleine bleiben, ja. Da braucht man dann nicht heulen, da kann man dann in seiner Ecke sitzen, wenn man meint, das ist zu schwach. Und wenn man meint, man empfindet Schwäche, wenn man aufgefangen wird, es liegt an den inneren Kindthemen, definitiv, wenn man das verstehen möchte oder will. Oder muss sogar für sich selbst, aber das ist ja beziehungsbindend, ja. Ich brauche keine Beziehung führen, wenn hier getrennt wird, du darfst das und ich darf das nicht. Ja, eine Beziehung steht durch Vertrauen, durch Auffangen, durch ich bin für dich da. Deswegen führt man eine Beziehung, ja. Und hier hat es jemand wahrscheinlich nicht verstanden, seine eigene Schwäche, die du schon längst erkannt hast, anzunehmen, ja. Eventuell hast du hier jemandem vielleicht ein bisschen zu sehr den Stempel auf den Kopf gedrückt, dass man sich vielleicht wirklich gedacht hatte, so, oh Gott, ja, du nimmst mich ja gar nicht mehr wahr, weil es stimmte. Aber wie auch immer, eine Beziehung funktioniert, wenn sich beide unterstützen in den jeweiligen Bereichen, die sie beide am besten können, ja, so nach dem Motto. Und das wird deinem Gegenüber hier bewusst. Es hat hier mit innerer Kindheilung zu tun. Euch treffen hier wieder irgendwelche Energien, die gleichzeitig aufeinandertreffen, in der Art und in der Sache von, ihr habt Vision. Jeder möchte etwas hier erreichen und jeder wird das auch, wenn ihr wollt, schaffen. Genauso wie du und dein Gegenüber. Was man hier produziert oder was man letzten Endes mit deiner Energie weiter hier macht, du hast diesen Menschen Energie abgegeben, die man benutzt, ja, oder Erfahrungswerte. Man nimmt diesen Mehrwert für sich, für die Zukunft mit. Wie es ausgeht, wird die Zukunft zeigen, ja. Aber es ist hier alles so, gerade momentan für die Menschen, die hier in Resonanz gehen und sich angesprochen fühlen durch die Anfänge schon alleine, das werdet ihr ja wissen, an was ihr denkt und wo ihr drin sitzt, dass es einfach so okay ist, wie es gerade ist, ja. Und ich sag euch nochmal, wenn euch jemand fies behandelt hat, das kann ja auch noch unter Umständen hier drin liegen. Aber es ist zusammen hier nicht die Vision erreicht worden, die ihr beide hattet, weil ihr in diesem Tempo einfach verloren und gewonnen habt. Ja, du bist vielleicht schon 30 Meilensteine voraus gewesen oder umgekehrt. Es konnte sich nicht mehr einholend, wie soll man das erklären, wie diese Zeitlinien, ja? Für mich sind es alles Zeitlinien. Du hast es in dem Moment nicht geschafft, jetzt gerade in mein Video einzugreifen, weil wenn ihr das Video seht, ist es schon längst abgedreht, ja? Oh, wenn ihr das Video seht, ist es schon längst abgedreht. Dong, dong, dong. Das ist eine Zeitlinie, ja? Ob ihr wollt oder nicht, ihr habt keine Befugnis mehr einzugreifen. Und zu sagen, ey, Miranda hat es geschmeckt, ich habe bis dahin schon alles gegessen, ja? Der Gong ist auch schon verflogen. Wisst ihr, was ich meine? Es war nicht mehr möglich, eure Vision gemeinsam zu realisieren, ja? Naja, ihr versteht es schon. Ihr Lieben, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Danke fürs Einschalten. Mensch, Sven kam auch wieder rein. Dankeschön für die ganzen Geschenke, für eure Kommentare, Likes, für, Gott, wir gehen auf 10.000 Euro, wollte ich sagen. Da merkt man, wie mein Hirn tickt. Euro, ja, Geld ist auch wichtig. Ist so, ja. Habe ich noch nie einen Hehl drum gemacht, aber ich meine, wir gehen auf die 10.000 Abonnenten zu. Das nur mit euch, durch euch. Danke, danke, danke. Es ist eine Zahl. Es ist nur eine Zahl. Naja, diese Zahl ist auch wichtig, um aufzutauchen bei YouTube, ja. Und aber die habt ihr auch nur erreicht, ja. Also ich würde sonst alleine hier noch sitzen. Und Dankeschön. Danke für die ganzen Abos und ja, dass es vorwärts statt rückwärts geht, freut mich zumindest auf jeden Fall. Das ist ein Symbol, was ich hier auch bezwecke mit den Legungen, ja.
Es soll vorwärts gehen. Stell dir mal vor, die Zahl rutscht rückwärts. Rutscht rückwärts, ja. Ich will natürlich standhaft bleiben. Und wer es nicht sehen will, dann werden die Zahlen zurückrutschen, ja. Aber trotzdem würde ich immer meinem Leitfaden treu bleiben. Ich würde niemals in diese Richtung lenken, dass jetzt das wollen die Leute sehen. Natürlich muss man sich danach richten, ist ja ganz klar, ja. Seht ihr ja an den Stimmungstarometern, die interessiert kein Schwein. Also nicht jetzt so, oh Gott, jetzt beleidige ich euch. Aber es ist vom Verhältnis her gesehen, will sich keiner um sich selbst kümmern, ja. Oftmals immer nur für den anderen. Naja, wie dem auch sei. Irgendwann muss man ein Produkt einstellen. Das macht jede Firma und muss man auch machen. Wenn ich sehe, und das ist keine Drohung, das klingt wie eine Drohung, aber ich wäre oder bin hier ein Unternehmer in diesem Kanal und wenn ich sehe, dass das einfach zu weit untergeht, dann muss ich das auch einstellen. Ja? Es ist wirklich vergleichbar, auch wenn ihr das vielleicht nicht versteht, wie mit einer Eissorte. Wenn Erdbeer nicht läuft und du weißt, dass aber Schoko, Vanille und Stracciatella rennen, dann stellt man einfach Erdbeer ein, ja? Das ist logisch, weil man richtet sich nach den Kunden, die den Geschmack haben wollen. So ist es hier auch. Ich richte mich nach dem, was aufgerufen wird, ja? Und da kann ich leider nicht Rücksicht nehmen auf die Minderheit, ja? So gerne, wie ich es wollen würde, aber dann kommen wir alle zusammen nicht nach oben. Oder ich auch, ja? Ich habe von der Zeit, die mir dann in dem Moment fehlt, nichts. Ihr versteht es schon, ihr würdet es genauso machen, die meisten geben es nur nicht zu, weil es dann immer sehr übergriffig wirkt, aber ich habe die Hoffnung, dass ihr das versteht, wie ich das meine, ja. Niemand guckt freiwillig zu, nur um anderen Gefallen zu tun, oh, das geht ja rückwärts, oh, schön, nee, und was essen wir morgen? Naja, ihr versteht schon, was ich meine. Tschüssi, ihr Lieben, und bis morgen, wenn ihr wollt, ciao.